denn? So. Wenn ich die Brücke sehe, muss ich irgendwie an gestern denken, Enrico, weißt du noch? Gestern? Brücke? Ja, ja, wo du hier König im Schloss warst. Oh nee. War das gestern? Das ist gar nicht auch gestern. Das war gestern. Okay. Alter, what the fuck? Lol. Oh nee. Laufen wir als erstes? Ja, ich glaub schon. Ach, dort unten laufen die! Oh! Ach lol. Hä? Bin ich hier richtig? Ja, ich glaub schon. Bin ich hier richtig? Alter, das ist so lost hier, glaub ich. Das seht ihr gleich. Ihr werdet das gleich sehen, Alter. Das ist so lost. Oh, und weggenäpft das Ding. Es ist so lost, die Map. Hä? So, ich treff die einfach nicht. Hä? Lol, wie ist er gestorben? Wie kannst du denn bitte ihn da drinnen getötet haben? Der ist gegen dieses Elektro-Ding gelatscht. Hä? Na, er hat genug Schaden von ihm bekommen, deswegen wird er als Kill angezeigt. Keine Ahnung. Enrico, ist Snipe nicht ein Gestein-Ding gewesen? Ja, du hast ja, Markus, hast du ja schon weggesnatzt vor mir. Ich wollte ja gerade abdrücken, in dem Moment tot. Ist jetzt was, noch nicht mehr abdrücken, er hat sich nur untergefallen. Das gehört Sven, der wollte gerade abdrücken. Alter. Alter, warum sagt ihr mir das jedes Mal? Was stimmt nie mit ja, euch? Ja, ist echt so. Was will ich denn von Sven? Viel. Sehr viel. Jetzt, Sven, ihr werdet es gleich sehen, warum ich gefragt habe, bin ich hier richtig. Das werdet ihr gleich merken. Und warum steht hier ein Panto oben auf der Plattform? Ich werde nicht runterkommen. Was habe ich da in der Hand? Ein Hammer. Alter. Merkst du was? Na Alter, ich komme hier nicht mal weiter, ich werde die ganze Zeit angeschossen. Aber ich komme in diesen Bus nicht rein. Kevin, deine Busse stehen im Weg. Aua! Was ist das denn? Ah lol, okay. Ich verstehe. Aha. Ja. Genau deswegen habe ich gerade bin ich hier richtig, weil ich das nicht. Das siehst du im ersten Moment nicht gleich. Enrico, warte, ich will dir helfen. Du willst mir da helfen? Ah, verdammte Scheiße. Hey, ich bin Sven hab ich erwischt. Ah, merkst du was, Markus? Du hast die zwei Hindernisse, du hast zu viel Zeit. Mhm. Du hast mich auch beim Hochklettern erwischt. Ja? Was war das? Ist ja richtig dumm. Was war denn das jetzt? Da gibt's nicht mal Deckung oder so. Vollkommen deorientiert. Kann ich da runter? Oh! Ach ja. Hier stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn wir das Ende erreichen, meine Damen und Herren? Würde das jemand erreichen? Das ist leider so unbeantwortet. Warum? Gib mir meine Gummibärchen. Oh, meine ich. Ja, und du bist die ganze Zeit auch bei mir mit. Das habe ich ja auch. Genau! Die soll dir das Gummi geben! Gib mir das Gummi. Sag dir, wie es ist. Gehört. Ich habe gesagt, du sollst mir das Gummi geben. Ja, wenn ich aber merke, dass ihr schon am Anfang sterbt, ne, und mir die Map so angucke,
Weißt du, was ihr für eine Ziele-Dings habt? Hä? Was für ein Ziel-Ding? Ja, am Einfachsten dann noch für Hindernisse kommen. So, ja, keine Ahnung. Alter, das ist so behindert. Das ist so behindert. Alter. Ich will da hochklettern. Der bleibt in der Luft einfach hängen. Okay. Aua. Bitte. Oh ja, genau, häng deinen Kopf genau da rein. Aua. So ein Trotz. Aua, Alter. Alter, so ein Trotz. Alter. Natürlich. Ist das so ein Ding dahinter, oder was? Ja! Scheiße! Ernsthaft? Ich war eh schon fast tot, Enrico. Du kommst ja gar nicht raus, oder was? Doch, du kommst da durch. Ja, das war's. Das ist so behindert, Alter. Das Ding hab ich einfach nach unten gehauen. Also so lecker war, dass ich nicht mehr was machen konnte. Das ist so behindert. Sag euch, wie es jetzt ausgeht. Jetzt geht 2-2, dann 3-3 und dann 4. No, genau, und dann ist es. Und da wir als erstes angefangen haben, haben wir dann auch noch gewonnen. Ach, ich kann nicht mehr. Ich brauche den, ich bestelle wirklich, was am Ende ist. Dämon. Sven weiß ja nur, was am Ende von Kevs Glied ist. Oh nein, Markus! Bin ich froh, wenn ich euch heute los habe, ey. Gott. So lange ja keine Bauchschmerzen gehabt, deswegen. Alter, wenn man sich das da im Hintergrund anguckt, hinter der Plattform, Alter. Ja, mich würde wirklich mal interessieren, was wo das Ende hingeht. Wenn ich schon gesehen habe, wie die hier durch die Busse gelatscht sind, Alter, die waren ja richtig geübt. Richtig Bus-Tramper. Wieso? Die Busse stehen da alle gleich. Bei mir nicht. Ja, du kommst ja nicht mal bei dem, wo du vorher lang gelaufen bist, kommst du nicht mal die Wand hoch. Bist du Jodi? So ein Müll, ne. Boah, Alter! Alter! Da kommt der Zug! Boah, ist das bitter! Dankeschön, Zug! Der Zug, Alter! Ist, ne? Ja, ja. In dem Moment kam der Zug. Alter, da lauf ich, stehst du, ich bin schön ausgewischt, wo kommt der Zug? Boah, ist das bitter. Das ist ja finster, das Ding, ey. Das ist bitter. Ich zieh aufs Feld, ich so, was kommt denn da von links? Okay, okay. Oh, ich wollte gerade einen Container auf, aber sehe ich noch hinter mir was Gelbes auftauchen oder was? Oh, geil. Oh, komm. Oh. Ey, wie scheiße ist denn das? Das ist jetzt bitter. Das verfälscht jetzt so ein bisschen das Ergebnis, okay. Ja, das ist bitter. Das ist genau dann in dem Moment. Aber da sieht man mal wieder, dass der Zug nicht aufzuhalten ist in dem Spiel. Das haben der ist einfach durch alle Hindernisse durchgefahren. Ja, der wär, ist ein bisschen blöde, ja. Ja, mal raus. Falls jemand Interesse hat, ich habe tatsächlich, ich habe heute mit dem Editor gespielt, ich habe vorhin mal ein Deathmatch erstellt, wenn ihr da Lust drauf habt. Da musst du es bei der Social Club hochladen, damit ich es runterladen ist. Das Ding heißt einfach Playboy Party. Playboy? Ja, eine Playboy-Menschen, ein Team Deathmatch. Du könnt ja mal gucken, ob da, aber das mal dazu nehme ich. Das ist mein erster Versuch tatsächlich mit dem Editor, also
Ist vielleicht jetzt nicht das Mega-Ding, aber vielleicht macht's auch Laune. Jo, denk dran, hinter euch könnten zukommen. Das kann alles passieren, ja. Und wenn du Pech hast, warst du tatsächlich der Einzige. Au! Oh. Nein, er kommt, ich hab ihn gehört. Oh nein. Das ist so bescheuert, Alter. Das ist so bescheuert. Ich konnte nicht machen. Da kommt er wirklich. Oh nein. Tschüss, Kev. Nee, ich bin noch da. Alles? Ja, ich bin noch da. Du musst auf den Container, Kev. Achso, ja. Ich dachte, nee, ich bin jetzt eh tot, weil ich bin zwischen in die Brücke da reingerutscht und bin dann durch diese Dinger da zurückgefallen. Aber ich lebe noch. Ich bin im Wasser gelandet. Ich schwimme jetzt hier eine Runde. Juhu. Dann schießen wir dann im Wasser ab. Ja, mach. Alles gut. Ist halt so. Das sehen wir nie. Ach dort. Hallo. Alter, wie die Gören da rumglitschen. Ja, aber tatsächlich kam der Zug. Nee, ich bin eh weg. Warte mal, hab ich was? Nee, hab ich nichts. Doch, du kannst Feuerwehrauto nehmen, kannst wieder hochkommen. Warte. Irgendwas fliegt da ganz ins Wasser. Oh! Okay. Enrico! Der hat mich wirklich Feuerwehr angenommen. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, du bist ein Blind. Alter. Alter, wenn wir jetzt wegen dir verlieren, nur weil du mich getötet hast. Bist du? Stirb! Oh, Junge, Alter. Aber dass der Kev das überlebt hat, ist ein Wunder, ne? Das hat eine gute Dichte gehabt. Nur dass mich einer gekillt hat, das fand ich nie in Ordnung. Ja, ich ziele auf einmal, kommt von mir hinter mir was Blaues. Ich dachte, was war denn das? Hat er dich mit dem Panto umgefahren oder was? Na klar. Wird auch vom Schwarzen. So eine Ecke. Ist gekommen. Nein, da. Hier. Wo ist er? Da ist der die Decke hingehört. Ist schon weggemacht. Das dauert das. Alter, deine Freundin soll mal nicht so lassiv ins Mikrofon hecheln, ist ja schlimm. Soll sich das Mikrofon atmen. Ich will nicht sagen, aber ihr müsst auf zwei Dinge achten. Einmal, dass die Kunden dich abschießen und einmal, dass dazu kommt. Ich höre mit dem Fußball. Ja, oh, halt so machen können. Ich sehe schon, komm, Alter, ich laufe hier lang, weißt du, auf einmal kommt der scheiß Zug. Ruf mal nach hinten, kommt der Zug. Miep, miep. Map, map. Da fühlt sich wirklich wie Roadrunner, weißt du? Das ist doch dieser Vogel. Ja. Wollt ihr jetzt warten, bis der Zug kommt, oder? Ja. Hast du beste Idee? Alter. Ja, was? Alter, meiner macht den Körper von der Plattform, Alter. What the fuck? Alter. Hatten wir nicht am Anfang gesagt, wie oft haben wir es mal geschafft, bei so einem Ding 3-3 zu kriegen? Heute ganz genau. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist aber oft das jetzt bei uns mittlerweile so. Warte. Nee, Morris, also die Liste hast du dich wirklich mit Ruhm bekleckert. Nee, die sah wirklich so von den Bildern, diesen Fotos oben rechts, sah das besser aus, als es am Ende war. Das ist wie Online-Dating, ne? Auf den Bildern sah es irgendwie besser aus und dann steht sie vor dir.
Das hat sich Kev bei dir auch gedacht, hä? Nein! Oh! Aber Sven ist der Unterschied, es sieht beides scheiße aus. Der Enrico. Siehst du, wollen wir uns jetzt eigentlich mal um die Beine kümmern oder wollen wir wieder Pilze machen hier oben? Ihr könnt euch auch gegenseitig kühlen, das ist auch kein Problem. Nee, wir sind gerade mit dem Panto gefahren. Achso. Ich hatte heute spazieren, ne? Ich bin fast tot, ey. Alter! Markus, mach's gut. Ach nee, der hat überlebt. Nee, wahrscheinlich genauso wie ich, dass der unten gelandet ist irgendwo. Oh, tschüss. Ich bin tot. Diese scheiß Ding da drin, ey. Du hast gar keine Chance, wenn ich das da vor dir schleudert und landest irgendwo, fällt's da runter. Problem ist hier hin, Markus Gordon. Und könnt ihr runtergehen. So. Könnt ihr runterspringen. Dort ist das Häschen. Das Goldene. Die goldene Schnurz zum Fangen. Alter, da kommt einfach ein Bus ins Wasser geklatscht. Aua! 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 Ja. Morgen, ich hab dir was zum Spielen runtergeschickt. Problem ist, ich sehe noch nicht mal, wo er ist. Markus, wo bist du? Das sage ich dir nicht. Ja, das funktioniert. Ja, fahr runter, hol dir. Wo willst du hin? Da kommt der Zug wieder. Morgens, jetzt ergib dich doch mal dein Schicksal, Mensch. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ich auch, da bin ich wieder Alter. Hoch auf die Zugstrecke. Mann! Kommst du den Berg nicht hoch, Markus? Also wenn Markus das gelingt, das war natürlich ein Highlight, ne, heute. Na! Oh. Ja,
Na gut, es wird schwierig, oder? Da hochzugehen. Doch, Alter, dass man diesen Rumgestolper, Alter, das sieht immer so behindert aus. Das muss man Markus lassen, ne? Kämpferisch ist er ja. Jetzt sehe ich nämlich nicht mehr. Enrico, das ist der Feuer. Ich bin einfach vor mir. Ich hätte es nicht treffen können. Das war jetzt aber auch eine Jagd, sage ich dir. Aber so vor dem Markus, ne? Anders wild. Aber eigentlich wollte ich versuchen, die Jets da zu bekommen, aber das war ja, alles zu weit weg. Mit dem Fallschirm hätte es vielleicht funktioniert. Ja, aber ich hatte keinen. Ne, das ist das Problem. Ach man, diese scheiß Elektro-Ding da in dem Busch, weißt du, deswegen bin ich überhaupt erst gestorben. Der hätte sein müssen. Jawohl! Erster! Jawohl! Naja, hat Spaß gemacht zum Ende hin. Ja, war lustig. Was die immer mit ihren scheiß T-Shirts haben bei GTA, das geht nur auf den Zimmer, ey. Aber wir haben mal eine ganze Liste geschafft, ne? Ja, wieder mal. Ja, du brauchst halt locker 4,5 Stunden für so eine Liste, je nachdem, was da drin ist. Das ist halt so. Na, die eine mit den Raketenwerfern, die war ja Blödsinn. Mit dem Puntus. Mit den Puntus. Persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Mhm. So, Leute. Naja. Okay, das war so klar. Okay, das war so klar, Markus. Bist du etwa auf den Schienen gespawnt oder was? Nö, auf dem Berg. Was schießt denn hier auf mich? Der Markus. Nö. Der Markus steht doch neben mir. Dann ist Kev. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hätte aber eigentlich gewundert, dass er eigentlich hätte Rico sterben müssen, weil der hat eigentlich genau einen Kopfschuss gekriegt durch die Scheibe. Nee, nee. Also das sind gepanzerte Scheiben. Na gut, das kann natürlich sein. Steht der Kev? Boah. Alter, stirb jetzt nicht. So, jetzt kann ich mir was zu essen machen und aufs Klo gehen. Alter. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir gleich im See landen? Nee.
ein Elektroauto, das hält es nicht aus. Was? Wasserschaden, ja, ist das mal gekühlt ist.